Guten Morgen, liebe Leute. Heute Morgen war ich in der Kita. Es gab ein Kita-Gespräch wegen Lumen. Deswegen bin ich ein wenig später hier. Und zwar, das ist jetzt Viertel nach 9. Und jetzt habe ich schon einen Auftrag. Und jetzt werde ich dieses mysteriöse Rad, Twister Stonehill, einmal durchchecken. Da es, wenn ich nicht anwesend bin, nach Aussage der Kunden, blockiert es beim Fahren und das Licht funktioniert nicht. Das haben wir zweimal probiert. Jedes Mal hat es funktioniert, wenn ich anwesend war. Und wenn ich nicht anwesend war, hat es blockiert und das Licht nicht funktioniert. Jetzt habe ich ein Problem. Bei der Reparatur, bei dem Check, bin ich ja anwesend. Also mit anderen Worten wird das Rad wieder funktionieren. Was soll ich ihr dann sagen? Ich werde die Reifen aufpumpen, ich werde es durchschicken, ich schaue mir das an. Ich bin sehr gespannt. Frühstückspause. Ich nehme den Käse, ist schön. Schon mal hier den Tee rausdrehen können. Mit? So, Prost. Auf unsere Kita-Misere. Da kommen wir erst wieder raus, wenn kein Kind mehr in der Kita ist. Oder wenn man eigentlich. Naja, ich musste das nochmal klarstellen jetzt mit dem, auch dass wir nicht gesagt haben, dass das in der Kita nicht läuft. Nee, ich habe dass nur wir auch gesagt, dass. nichts Böses, deswegen habe ich zum Schluss das nochmal gesagt, wenn es vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang war, aber ich glaube, das hat sie verstanden. Ja, sie war auch so ganz überrascht, als wir gemeint hatten, dass das nicht, dass das nichts mit der Kita zu tun hat. Also vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen, aber nicht nur. An mich. Abends, wenn sie schlafen gehen. Morgens, wenn sie aufwachen. Und dann zu dem Fahrrad laufen, wenn das Fahrrad kaputt ist. Ah, what a nice guy. Auch weil sie ja, he can repair it. Wenn sie den Ständer nochmal selbst umstellen. Das hat er mir gezeigt, wie das geht. Ja, das ist gut. Das ist Nachhaltigkeit. Gib einem Mann einen Fisch und er hat einen Tag zu essen. Zeige ihm, wie man angelt und er hat ein Leben lang zu essen. Oh, das ist mein Dalai Lama. Konfuzius sagt. Bei Premiere war Immerhin. Buongiorno. Mika, was ist das? Americano. Hast du mir mitgebracht? Vom Coffee Corner. Der war diesmal ganz pur. Ich dachte, du magst es nicht so. Jetzt hast du aber auch schon einen. Was ist das? Das Cappuccino scuro ein bisschen. Also dunkler. Aber sieht gar nicht so dunkel aus. Hey, guck mal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der komplett drin ist. Dass die Farbe gar nicht. Zaubert lass oder was? Ja. Das ist ja ein Ding. Ja, ich Ich konnte nicht einschlafen, dann habe ich Krämpfe bekommen. Wieso? Und dann habe ich auf die Uhr geguckt. Nee, so in den Beinen. Ich verstehe es nicht. Und Magnesium musst du nehmen. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt Fahrrad. Dann habe ich wieder in der Nacht begonnen, diese scheiß Kiste hier aufzumöbeln. Von einer Freundin. Aber natürlich. Keine Yoga-Lehrerin. Nee, keine Yoga-Lehrerin. So, der Mika zeigt jetzt mal, was hier so geht. Ja. Er rostet eine Achse. Einhändig. Eigenhändig. Ah, das auch. Das kommt erschwerend hinzu. Ich bin sehr oben, ja? Ja.
alte Generation von Hahnen. Ne? So, jetzt weiter. Nächste Woche. Sprach eine Tube. Das ist Tube. Dann brauchst du Fegeband. Das ist ein Fegeband. Hier haben wir eine platte Reife. Vermutlich wäre eine Fegeband. Zack, jetzt ist nämlich kaputt. Und Mika massiert fein säuberlich den Rost ins Lager rein. Ja, ne, wie das geht es anders? So? Uga Uga! Mit der Hammer. Auto hat zwei Beulen. Aber deswegen bin ich hier rein. Ne? Na du? Lange nicht gesehen. Ja, stimmt. Geht's? Guck mal, Lumi, da ist ein Hund im Rucksack. Lumi, guck mal da. Das ist jetzt schon mal hier. Danke für die Blumen. Ciao, ciao. Tschüss. Das sind so neue Schuhe. Ach, deswegen. Na, da kann ich natürlich nicht. Das kannst du nicht mit dem Hund. Mit dem Hund geht nicht. Findest du die schön? Offensichtlich, ne? Das ist so schwarz. Das ist blau. Das ist dunkelblau. Ja. Glitzerblau. Metallic. Ja, so. Super. Viel Aufmerksamkeit. Ja, das war zu viel. Na gut, die müssen eh los. In die Richtung. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Trari, trara, die Post ist da. Blasefolie! Endlich ist sie geliefert worden! Die gute Blasefolie! Nein, guck mal, Alter! Gott, das sind wirklich die 90er. Alpine! Ist das krass? Der Almega Farm XT? Naja. Was, naja? Gleich gibt es. Eben gibt es. Kann ich nicht zu Hause sein. Aber ja, ich freue mich. Ich kann das Gefühl nachempfinden. Kannst du? Es geht mir ja schon bei dem Mercier so, wenn ich das anfasse und putze, dass ich sage, oh, das ist echt. Kann nicht wahr sein, ey. Ja, das sind nur ganz teuer, die Dinger. Die waren teuer, die Teile. Ja. Ich soll mal anmaßen. Für einen MTB-Rahmen. Das ist ja nochmal ein Teil. Moin! Ja, mich freuen gerade. Eine schöne, wie nennt sich das? Klemme. Klemme. Ja, wa? Sehr schöne Klemme. Oh, jetzt wobbelt ja schon wieder eine Hose rum. Jetzt kommt meine Schlange. Ich hab alles auf Band hier. Das ist eine Abwehrband. Ja, ich hab eine Schlange. Ja, ich auch. Machen wir trotzdem keinen Schlangen catchen. Weißt du, wer sie jetzt haben? Die Kraftzahl. Nee, Lena, die Schlagersängerin. Kenn ich nicht. Die haben sie beim Grand Prix, die waren in der Disco, haben sie ihr K.O.-Tropfen in der Cola oder ins Getränk gemischt. Und dann moin, haben sie gut. Rausgeholt, haben sie. Also ich weiß es nicht. Wenn das so ist, ist es natürlich eine Schweinerei. Ist eine Sauerei. Aber wenn das jetzt nur wieder irgendwas ist, um Promotion PR zu haben, das wäre natürlich eine noch größere Sauerei. Ja, klar. Weil es gibt ja echte Opfer. Da muss man nicht so tun, als ob. Nee, aber es ist eine Schweinerei. So oder so. Ja. Kleine Kinder, das ist eine Sauerei. Ist ja auch nicht, steht ja auch nicht zur Debatte. Die sollen sie nehmen und ab mit den. Naja. Da laufen sie rum. Nein, ab das Ding. Da laufen sie rum hier. Ja und, dann müssen wir euch den Näsepol an, das ist royal. Hahaha, sich den Näsepol an. Naja. Ja, so eine Sauerei macht mit Kindern. Naja, was haben denn die Kirchenleute gemacht? Ei. Der Onkel Christus schenkt dir einen Zucker Christus. Dann holt er
aus und raus. Was? Ist nie rausgekommen. Warst du eine Kirche, Brubbel? Ja, jetzt nicht mehr. Hast du was mitgekriegt, sowas? Nee, oder? Nee. Das ist ja Gott sei Dank, hast du ja gut. Vor 50 Jahren haben sie sowas mal nicht gemacht. Das sagst du, das stimmt doch ja nicht. Ich bin der Meinung, das ist keine Erfindung der Neuzeit. Nee, ist bloß nie rausgekommen. Ja, genau, das ist nicht rausgekommen. Hast du ja Glück gehabt, doch. Alten Schweine. Ja, das sag ich dir. Das ist wirklich ein Schweine. Die sollten sie gleich nehmen, ab mit die Gurke. Ab die Spreewaldgurke. Spreewaldgurke, oder? Ja, klar. Ab damit. Was macht mit Kindern frei? Das haben die Schwestern gemacht, da haben die Kinder erdroschen in der Heimat. Ja, das, ja. Alles nicht rausgekommen, waren ja die lieben Schwestern. Mann, die kennt man heute noch. Aber was lohst du denn da unten rum, ey? Alter. Ab mit die Schwerwaldkorker. Schwerwaldkorker. Ja, klar. Guck doch nicht, wie läuft das schon. Hast du keine Chance bei dir, musst du trotzdem. Was war denn jetzt denn? Na, Spreewaldgurke ab. Oh, das ist schon cool. €8 for today. For bike. And wherever we go, we lock it up, right? Does it come with a lock or no? Comes with a lock, yeah, sure. Das ist schon früher Nachmittag. Ey, jetzt müssen wir dieses mysteriöse Rad mal uns mal angucken. Sonst komme ich hier nicht weiter. Oh, das kann so einfach sein. So, das funktioniert. Das funktioniert, Licht funktioniert, aufpumpen. Wie gedacht, es ist nichts rauszufinden. Es funktioniert alles. Die Schaltung läuft, alles läuft, Licht läuft. Funktioniert, zeig an. Nochmal Licht probieren. Läuft. Hallo liebe Leute, kommen wir zurück aus Prag und jetzt direkt nach Fahrradladen. Was ist das? Bei Tommy viele Leute, trotzdem es regnet. Heute nicht so viel. Aber viele Leute werden die Radfahrer geklaut und möchten dann die neue kaufen. Guck mal. Richtig, stopp. Ja. Ansonsten 58, 600 Euro haben wir hier noch die Specialized, die bisschen moderne. Ja. Weiß ich nicht, ob das was ist. Ja, genau, so Preis auch so von 300 bis 6, also 3,6. Guten Tag. Ist der Thomas da? Ja, er ist da. Ich war gerade unten. Ich habe Hallo gesagt. Ist er unten? Ja, er hat das nicht gehört. Er verkauft jetzt ein Fahrrad. Der Kunde? Warte, no problem. Kann ich dazwischen ein Interview machen? Ein Interview? Ja. Worüber? Über Fahrradladen.
okay? No problem. Weil Thomas macht jeden Tag diesen Videovlog. Ah, das hat er mir erzählt, ja. Ja, ja, ja. Also Sie sind so ein, sind Sie ein Stammkunde? Ich bin kein Kunde, er ist ein Kunde von mir. Oh, das ist aber eine sehr interessante Gelegenheit zu sprechen mit jemandem, der ist nicht Kunde, okay, sondern ein. Also Sie verkaufen ihn die Komponenten und ich verkaufe Werbung. Was? Ja, ich angerufen. Nee, ich hab angerufen. Beim nächsten Mal, bitte. Macht nicht unbedingt der Jugend so vor, dass man so leicht hier ins Haus kommt. Die haben ganz interessiert geguckt. Also das ist kein sehr gutes Beispiel. Da fragt er einfach nach, ob er ins Haus könnte, dann lass ich euch rein. Okay? Ist okay, ja. Ja. Nee, weil das war wirklich nicht toll. Weil die gucken, die haben nicht an den Stand, die fanden sich amüsiert, dass ihr hier die Tür einfach aufmacht und wir haben echt ein Problem damit. Hier kommen Leute ins Haus rein und manarieren, klar. Das ist nicht aufgefallen. Das ist okay für den Tipp, machen wir nächstes Mal mal ja? Auf. Ja, also bitte. Ja, super. Danke. Danke. Sind eingebrochen. Wo? Bei dir? Die Haustür. Wo hier vor? Wir haben die Haustür aufgebrochen. Ja. Weil drin rennen haben. Jetzt gerade her. Die Polizei? Nee. Ja. Ja, ich habe nicht gesehen. Also jetzt, vor ein paar Sekunden. Jetzt gerade, ne? Was sind die Filme? Ja. Ich habe die Kamera jetzt bei. Ich bin reingegangen, habe gesagt, wir sollen beim nächsten Mal bitte nicht so aufmachen die Tür. Wenn sie rein wollen, können sie fragen. Dann lasse ich sie rein, das ist überhaupt kein Thema, ja. Aber die müssen jetzt nicht den Leuten so vormachen, dass man die Tür so einfach aufbricht. Das ist kein gutes Beispiel. Haben Sie sich da irgendwie geworfen? Nein, die aufgemacht mit einer Karte. Es geht doch nicht, kannst du das nicht machen, das ist eine Vorbildfunktion. Oder? Entschuldigung. Ja, die Kollegen von der Polizei arbeiten auch nicht einwandfrei. Also das geht nicht. Die können natürlich nicht hier einfach ins Haus einbrechen. Muss man so auch mal anquatschen, wa? Ich meine, was soll das? Weder Werbeverteiler noch sonst wer. Ich meine, was soll das? Kein Schlüssel, denn keine Berechtigung ins Haus zu kommen. Wenn sie einen Befehl haben, ist das okay. Aber es ist doch meine Wohnung da drin. Und das sind meine Sachen. Und da würde ich schon gerne wissen, wer da... Was ist denn das für ein Beispiel? Das für ein Beispiel ab, wenn die Polizei bricht ein, dann kann ich das auch. Oder was? Die Jungs stehen daneben und grinsen und ey, guck mal, hat er einfach aufgemacht. Geil. So, ja, ey, ist das die neue Jugendförderung oder was? Verstehe ich nicht. Was soll das? Da ist halt angequatscht. Fertig aus. Der edlen Gabel des Captains Dinner. Ach Mensch, auch noch. Jan, was machst du? Ich glaube, da kommt was Gutes bei raus. Ja, er hatte seine Lückenfüller, die er jetzt alle aufnehmen. Nee, das war Mama. Gar nicht. Das war ein Penner. Papa Penner. Ja. Papa Penner. Noch ein neues Wort. Papa Penner. Ja. Richtig nach Verwesung, irgendwas, was ja manchmal so Kuchen. Die Leute Papa so Kuchen. Ah, willst du Kuchen essen? Ja, so. Ja. Richtig stechend. Das ist schlecht. Dann geh bitte nicht dahin jetzt. Ich glaube, der schmeckt. Bitte. Ah, Carsten. Carsten. Carsten, hast du Schuhe bei? Ist das meine Schuhgröße? Ja, eventuell. Weiß ich noch nicht. Lass mal kicken. Carsten, ein drauf. Hallo. Hallo, ich
Tuk tuk. Tuk tuk. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Der Kuchen ist. Oh, was hier? Tuk tuk. Ja, er hat die Brennweite eingestellt. Dokumentatie. Echt? Ja. Über was? Über Neukölln? Oder? Über Tommy. Über Tommy. Tommy ist so ein Selbstdarsteller. Das ist so unglaublich. Ja, ich fühle mich so wichtig, dass ich sogar Dokumentationen in Auftrag gebe. Das ist ja irgendwie. Irgendwann. Ja, den gibt es nicht mehr. Den gibt es nicht mehr. Da haben irgendwelche Kasperle dafür gesorgt, dass es den nicht mehr gibt. Ja. So ein Kasperle. Was anderes. Was gibt's denn? Den Nobelpreis. Den Grammy. Den Nobelpreis. Hier noch. Was soll ich mit dem Echo, wenn ich den Nobelpreis haben kann? Den Friedensnobel. Und kommt das auch im Fernsehen? Ja, es kommt in überall. Das ist von, also, wie heißen die? Also RTL hat die Rechte schon gekauft, ne? Nee, nicht RTL, wie heißen die? Ah, okay. Arte. Wer guckt denn Arte? Na, ich glaube, guckt halb Europa, oder? Ja. Mit rein. Isst du heute Abend? Ich esse heute Abend. Mitnehmen? Ja, komm, nimm den mal mit. Komm mal mit. Hier. Kannst du zu Hause essen, ja? Wir nehmen den Kuchen mit. Die müssen nicht alter hat. Wie Angie sagen würde, was kostet? Da sind ja fast wieder in den schwarzen Sachen. Nee, das sind ja so Slipper. Das ist ja wie in London hier der 90er Jahre. Wie viel hast du davon? Wie viel kannst du liefern? Da kommt schon der nächste. Da sind ein paar Schuhe bei. Die kaufen alle beim gleichen Dealer. Das ist eine Star im Moment. Leider kann schon weg, ja? Danke. Ach, automatisch. Ich bin vorbei. Ja, musst du das mal machen, dann wird er schnell weg. Bitte? Ich bin auf der Suche nach einem 26er für meinen Sohn. Der ist 1,60. Nee, jetzt finde ich solche wie eine Rollmops. Okay. Also, von gestern! Die Alten! Wieso? Hättest du dich auf die Reaktion gefreut? Ja, super Idee! Ja. Dann suche ich mal ein bisschen, das ist echt ein Anreiz. Naja, aber manchmal, in manchen Ländern ist jetzt eine Ding. Es sind zwei, du bist euch nicht teilen. Okay. Danke, ich warte mal ab, ob sehr er sich gerne. Meldet und vielleicht komme ich nochmal wieder. Sie hebt den Rollmops so lange auf. Ja, das wäre mir sehr recht. Hier. Du hast. Nein. Wenn Lagerschalen ausgeschlagen sind aus dem Steuerrohr, kann man noch was machen? Nein. Ich weiß, es ist so und ich lebe damit. Hm. Ja. Solange das Fahrrad noch lebt. Genau. Solange das Fahrrad lebt, lebst auch du. Ist das nicht wirklich die Neuigkeit? Dennis fährt den Twister-Probe jetzt, weil bei mir funktioniert es halt. Ne? Aber was soll ich machen? Dennis ist Twister-Tester. Twister-Tester! Sieht das an wie ein Riegel da. Das ist der Antrieb. Coratec. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Fliegt wahrscheinlich alles auseinander jetzt. Wie viele Kilometer aus dem Fahren? Ey, bis zur Ecke und zurück. Bis zur Ecke und schaffst du das? Naja, also hast du jetzt damit ein Problem, dann probier ich mal ein bisschen. Ich fahr mal im Karri. Du fährst die Karre im Karre. Ja, ich will das ja sehen, ich will das ja auch, ich muss das ja auch mitkriegen. Ich weiß ja auch nicht, was der Fehler ist. Du nimmst die Kamera mit. Ich bin hier raus, weil ich sag nicht, ob ich den Pflaster. Bevor ich meinen Sohn hatte, wusste ich auch nicht, was das alle gibt für Krankheiten.
Aber er klärt mich immer wieder auf, aufs Neue. Aber was soll man machen? Wenn er einen Schnappknie hat, kriegt er einen Schnappknie. Aber wenn er eins will, kriegt er eins. Oder so. Schnappknie. So heißt es, Schnappknie. Ne, morgen der erste. So, Material. Jo, Feierabend. Das zieht sich alles zu lang hin sonst. Man könnte hier weitermachen und weitermachen und weitermachen. Ja. Und ich weiß auch ja nicht, wo das am Ende, wo das endet mit dem Arm, mit dem Geld. Das wird teuer wieder. Awaited Oversize System. System. War ein Fehler oder was? Ja, nee. War schon richtig. War schon richtig. Ah, nun ist Licht aus. So, ja, wie machen wir das jetzt? Zwei Arme machen wir jetzt auf der Quelle und gehen nach Hause. Ich freue mich, ich muss schneiden. Ich freue mich über den Rahmen. Also, gute Nacht, schlaf gut. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.